Jo Leute, was geht? Freunde, vertraut niemals eurem eigenen Vater. Heute spielen wir heute das Spiel Father the Truth. Und oh mein Gott, was ist das für eine Musik im Hintergrund? Leute, es ist ein super creepiges Spiel. Schaut euch auf jeden Fall diesen Vater an, Freunde. Wir werden das Spiel jetzt starten, Leute. Wenn ihr, wie gesagt, Bock auf mehr solche kleinen Horror-Indie-Games haben wollt und vielleicht auch mal andere Sachen, dann, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was wir noch spielen sollen und lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Und ich sag's euch, wenn ihr mehr Videos am Montag haben wollt, dann lasst jetzt ein Like da, Leute. Dann wird es auf jeden Fall ab sofort die Daily Uploads geben. Also, Leute, let's go. Okay, wir sind jetzt hier in einem Zimmer. Ich glaube, das scheint unser Kinderzimmer zu sein. Okay, ja. Also, ja. Das ist unser Zimmer, Leute. Die Uhr scheint die ganze Zeit zu ticken. Ey, meine Güte, Leute. Ich wurde immer... Kennt ihr das? Ihr habt in eurem Kinderzimmer immer diese Uhr gehabt und ihr macht immer diese Geräusche. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wurde davon irgendwann... Ich habe das einfach irgendwann nicht gehört. Ich weiß nicht, irgendwann hört man das nicht mehr. Aber ja, ich habe keine Uhr mehr mittlerweile bei mir im Zimmer. Aber, was ist das für ein Bett, by the way? Oh mein Gott, es ist... Alter, es ist voll eingesessen, es ist voll eingeschlafen und... Junge, zerrissene Matratze, Bücherregal. Immerhin, das ist das einzige an Möbel, das wir hier haben. Plus die Uhr und das Regal. Und was ist das da auf dem Regal? Ist das ein Teddybär oder was soll das darstellen? Und ja, okay, dann will ich mal rausgehen. So, hallo, ich will hier raus. I need a key, ich brauche einen Schlüssel. Ist meine Tür etwa abgeschlossen? Hat er mich hier eingeschossen? Ey, Vater, warum schließt du mich in mein Zimmer ein? Guck mal, ich will Fenster aufmachen. Geht nicht. Geht einfach nicht. Was steht denn da? Oh, da ist ja der Schlüssel. Oh, okay. Wir haben uns selbst eingeschlossen. Warum machen wir das? Okay. Hey, Kid. Ich und deine Mutter gehen heute aus. Heute Abend. Esst ein bisschen Essen in der Küche und der Fernseher ist endlich repariert. Digga, das ist genau das, was ich hören wollte. Jetzt kann ich die ganze Nacht endlich Fernsehen gucken, Netflix und zocken. Nice. Stay safe. Don't snoop around. Also schnüffle nicht herum. Dad. Was soll denn das heißen? Ich will einfach nur in mein Zimmer gehen. So, ich will jetzt einfach... Leute, let's go. Das ist die beste Nachricht des Tages. Let's go. Okay, so, dann gehen wir raus und durch die Tür. Oh mein... Dad? Irgendjemand war hier und hat seine Hände mit dreckiger schwarzer Farbe oder sowas hier an die ganzen Wände gemacht. Okay, das ist überhaupt nicht gut. Was ist das für ein Geräusch, das ich da höre? Hört sich an wie eine Motte oder sowas. Kommt das aus diesem Zimmer? Oh nein, das ist das Licht. Alles klar. Vielleicht müssen wir einfach mal den Generator checken oder so, aber... Okay, wow, okay. Nein, ich gehe raus. Es gibt ja nichts für mich in diesem Zimmer. Wo ist das Wohnzimmer? Ich will zocken. Ich will einfach nur zocken und dann schlafen gehen. Mom und Dads Schlafzimmer. Ich sollte lieber nicht dort reingehen. Na gut, macht Sinn. Ich meine, es ist deren Privatsphäre. Ich sollte mal nicht da reingehen. Wo ist das Wohnzimmer einfach? Oh, da ist es. Ich habe jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass ich so ein Flatscreen mit HD und OLED kriege, aber sowas? Und wir haben nicht mal eine Konsole. Oh, Mann. Okay. Immerhin, das ist ein Fernseher. Dann gucken wir einfach mal. Und, wow, dieser Ventilator, diese Lüfter... Der dreht sich ein bisschen schneller. Nicht, dass am Ende des Tages, zack, wer weiß, vielleicht irgendjemand was abgeschnitten wird. Aber ja, jedes Zimmer hat natürlich eine Uhr. Immer scheint die Uhr zu ticken. Haben wir irgendwie einen Timer oder passiert was, wenn wir hier nichts machen? Was ist denn hier? Breaking News! Zwei Männer wurden verschollen, als verschollen gemeldet. Einer davon war ein Polizeiofficer, welcher den Fall für den Serienkiller analysiert hat. Zeugen haben bekannt gegeben, dass es sich um einen Mann in den 30ern handelt, der in einem Anzug ist, voller Blut und er soll aussehen wie... Und er soll dabei erwischt worden sein, wie er Körpersäcke in seinen Kofferraum von seinem Auto gepackt hat. Eaglewood State Police Department rät die Bürger dazu, vorsichtig zu sein und die Polizei wird das Ganze analysieren und untersuchen. Okay, ja, okay. Das scheint ein verrückter Mann gerade, um die Nachbarschaft zu laufen. Ich hoffe, wenigstens unserem Vater geht's gut. I don't need to leave the house. Ich muss nicht nach Hause rausgehen. Doch, ich wäre jetzt echt gerne draußen. Obwohl, naja. Es läuft draußen irgend so ein verrückter Typ rumher. Naja. Haben wir vielleicht die Fernbedienung irgendwie, damit ich den Fernseher anmachen kann? Ich würde jetzt echt gerne Fernsehen gucken. Also, wo ist denn hier? Hallo? Naja, der Kühlschrank ist auch noch auf Rollen. Oh mein Gott, Alter, Dad. Hast du mal die Mikrowelle jemals geputzt? Das ist ja ekelhaft. Mann, der ist ja voll der schlechte Vater. Er kümmert sich null um seinen Sohn. Ja, die Pfanne ist ebenfalls dreckig. Da ist nichts drin. Und ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist ein Ofen.
Ja, das soll ein Ofen darstellen. Naja, immerhin, ey. Immerhin, er hat einen Feuerlöscher. Im Falle, falls was brennt. Immerhin, Leute, für Sicherheit ist hier gesorgt. Okay, vielleicht finden wir hier die Fernbedienung oder so. Okay, ich glaube nicht, dass da die Fernbedienung ist, aber vielleicht... Keine Ahnung, vielleicht ist rote Farbe ausgelaufen. Ein bisschen zu viel Rotwein getrunken. Deswegen ist das Ganze hier in der Spülwaschmaschine. Ich bin mir ziemlich sicher. Naja, okay. Was haben wir hier? Oh, ein Zimmer, das zu einem Zimmer führt. Okay. Weißt du, wer das war? Oh, das riecht nach verrottetem Fleisch. Ah, das ist nur Salami. Aber wer hat hier die ganze Zeit irgendwie Cranberry Juice drauf? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das ein Kunstprojekt, aber... Leute, alles entspannt. Hier ist nichts Gruseliges. Ich glaube, das sind einfach... Oh, das ist Salami. Das könnte auch Salami sein. Ich glaube, es sind irgendwelche dicken Würstchen oder Salami. Das kann auf jeden Fall sein. Oh, warte. Oh. Ich kann also hier... Ist da ein Schlüssel? Da ist ein Schlüssel. Okay, aber für was ist dieser Schlüssel? Wofür ist dieser Schlüssel? Ich habe gar keine Ahnung. Leute, das Ganze wird jetzt langsam ein bisschen mysteriöser. Wisst ihr, was auch sehr mysteriös ist? Hier liegen drei Toilettenpapierrollen. Und es gibt einfach keinen Toilettenpapierhalter. Das ist wirklich seriös. Mysteriös. Oh! Oh mein Gott. Wer hat da geschrien? Irgendeine Frau. Ich sollte mir das Ganze mal anschauen. Ja, aber wo denn? Wie soll ich denn da hinkommen? Hallo? Moment mal. Oh ja, ich kann die Tür öffnen. Wow. Kann ich da reingehen? Hallo? Oh, okay, ich glaube, das sollte man nicht machen. Alles klar, ich glaube, das sollte man nicht machen. Aber irgendwie, Leute, ich weiß nicht, habe ich irgendwas übersehen? Kann man hier irgendwas öffnen? Fernseher an. Ah, okay. Ich merke gerade, für so ein Teil gab es ja gar keine Fernbedienung, oder? Man muss das hier alles in diesem Schalter drehen. Ah, verrückte Zeit damals gewesen. Weißt du was, ich gehe einfach in mein Zimmer rein, Leute. Wie, er lässt mich nicht in mein eigenes Zimmer rein? Ich wollte gerade schlafen gehen. Der Fernseher ist repariert, ich kriege den Strom nicht an, ich habe keinen Hunger. Was soll ich denn jetzt machen? Naja, vielleicht gehe ich ja mal in das Zimmer rein. Ich würde jetzt echt gerne wissen, was dort abgeht. Die sind nicht zu Hause. Oder sind sie zu Hause? Okay, dann werden wir einfach mal weiterschauen. Und ja, vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Hier, hallo, hallo. Oh, es gibt zwei Türen davon. So, haben wir hier irgendwas. Was macht hier so ein Geheimgang hinter der Waschmaschine? Okay. Oh, Leute, ich glaube, ich mag nicht, in welche Richtung sich das gerade entwickelt. Oh, das erinnert mich gerade ganz, ganz, ganz stark an Poppy Playtime. Huggy Wuggy im Hintergrund. Bruder, alles wird gut, okay? Du kommst jetzt nicht raus aus diesem Schacht und holst mich, in Ordnung? Oh, Mann. Okay. Hä? Ist das unsere Garage? Ich glaube, das ist unsere Garage. Ja, es ist definitiv ein Auto. Okay. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Es ist ein bisschen zu ruhig momentan. Okay. Ich verstehe nicht. Wer macht bitte einen Lüftungsschacht so groß und einfach hier? Weiß ich nicht. Yo! Wer ist das? Hey! Hey! Mom! Mom! Mom, warum hast du dich mit roter Farbe eingemalt? Mom, geht's dir gut? Oh nein, Mom, ich glaube, ihr geht's überhaupt nicht gut. Oh nein, Leute, oh, ich glaube, ihr habt ein bisschen zu viel Rotwein getrunken. Ne? Wahrscheinlich, Alter. Oh mein Gott, okay. Warum ist hier schon wieder ein Geheimtür-Ding? Hier ist ein Schalter. Ich habe irgendetwas gehört. Irgendwas kommt aus der Basis. Leute, das gefällt mir gar nicht. Was passiert hier gerade? Do not enter. Oh, nee. Nee. Leute. Ich weiß nicht. Ich habe da nicht so Bock drauf. Vielleicht könnt ihr mich ja motivieren, Freunde. Lasst mal kurz ein Like auf diesem Video da. Und vielleicht überlege ich mir das. Ich warte kurz, Freunde. Drückt mal gerne auf den Like-Button. Okay? Okay. Ich mach's, Leute. Ich mach's. Dankeschön fürs Liken. Ich mach's. Und abonniert gerne den Kanal auch. Dann, wenn dahinter noch eine Tür ist, dann gehe ich da nur rein, wenn ihr abonniert. Okay, da ist noch eine Tür. Leute, abonniert mal den Kanal. Ich gehe nicht da hinten rein. Guckt euch das mal an. Es ist dunkel. Es sind Lichter dran an den Seiten. Die Tür ist... Abonniert mal kurz den Kanal, Freunde. Dann gehen wir rein, Leute. In 3, 2, 1 und... Okay, ich mach's. Ich mach's, Leute. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Die Tür wurde gerade aufgeschlossen. Yay! Ich habe gerade einen Freudensprung gemacht, Leute. Das war einfach, weil ich mich so freue.
Ah, was ist das? Es sind jedenfalls keine Lampen oder Kronleuchter, die da hängen. Wobei, die sehen auch aus, als würden die leuchten, oder? Oh Gott. Ja, oh Gott. Leute, was ist denn hier los? Wir haben echt viel zu viel rote Farbe. Es wird hier viel zu viel rote Farbe verschüttet aus Versehen. Meine Güte, ey. Ich glaube, Freunde, wir haben echt einen Überschuss an roter Farbe hier in diesem Spiel. 9 und 1! 11! 11! Oh. Nein. Nein, wer ist zurück? Wer ist zurück? Ich muss mich verstecken. Wo? Wo? Hier? Hier rein? Oh Gott. Oh mein Gott. Hallo? Leute? Oh nein, er prüft die Schließfächer. Ich bin nicht hier drin. Ich bin nicht hier drin. Dad, bist du das? Dad! Dad! Hallo? Oh mein Gott, okay, Leute. Alter. Was war das? Wo kam das denn jetzt gerade her? Meine Güte, okay. Kam der gerade hier aus der Tür? Hört ihr das im Hintergrund? Alter, ich höre irgend so ein Flüstern oder sowas. Ist das hier ASMR oder was? Alles klar, nee, komm. Wir machen mal wieder runter. So, ja, okay. So, die Stimmen, sie hören nicht auf. Dai. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, irgendwie, ich höre die Stimmen auch. Bin ich jetzt auch wahnsinnig geworden? Die Frau, sie machte einfach nur einen Fuss. Sie hat die ganze Zeit genervt. Ich musste sie erledigen. Warum? Oh mein Gott. Das Kind weiß es. Er darf nicht leben. Was? Ich muss draufgehen? Nein. Nein. Ich wusste von nichts. Ich wusste bis heute nichts davon. Woher weiß er dann, dass ich es weiß? Er hat in mein Kinderzimmer geschaut. Er wusste, dass ich... Oh mein Gott. Ich hatte keine Wahl. Die Stimmen sagt mir, ich muss es tun. Was musstest du tun? Er darf es nicht wissen. Ich werde dafür sorgen. Oh nein. Leute, mein Vater will mich umbringen. Was? No way. Okay, die denken, ich bin verrückt. Sie beobachten mich in jedem Schritt. Wer? Oh Mann, hier ist eine Axt. Und hier ist ein wie nennt man das Ding? Brechtzange, Freunde. Bei mir in meiner Heimat gibt es immer Brechtzange. Da kann man schön Türe öffnen. So, aber ja, Telefon kann ich nicht anrufen. Okay, so. Vielleicht ist die Polizei am Weg, aber ich glaube nicht. Oh Gott. Oh, so flackernde Lichter finde ich auch übelst creepy. Egal, wo man ist. Leute, stimmt ihr mit? Was war das gerade? Das kam von hier. Dad, du hast dich jetzt nicht in irgendeinen Transformers transferiert oder so. Wow. Oh mein Gott. Sind das diejenigen, die vorher hier gelebt haben? Dad, bist du das? Ich meine, nein, ich habe ihn doch gerade erst gesehen. Oh Gott, was ist es? They failed. Sie haben versagt. Warum habt ihr versagt, mit roter Farbe umzugehen? Was? Ich glaube, das sind einfach... Leute, das ist ein ganz großes Kunstprojekt und die meisten, die versagt haben, die müssen halt die einfach ein Skelett reinwerfen. Das ist es alles. Das ist es. Ich kann es mir sonst nicht anders erklären. Okay, es wird immer lauter. Es wird immer lauter. Während dieses Licht flackert. Leute, ich habe keinen Bock. Okay. Oh. Dad, bist du... Oh mein Gott, Dad. Nein, oh Gott. Ah. Oh, ist es laut. Was ist das für ein... Sind wir bei Squid Game? Nein. Dad, das... Oh Gott. Okay. Das war eine unerwartete Wendung. Hey, aber immerhin, Freunde. Dad hat nicht mich erledigt. Aber ich glaube, ich habe es auch nicht überlebt. Hier. Dad, hier geht's doch gut. Oder auch nicht. Naja, okay. Weißt du was? Weil das Spiel so kurz war, spielen wir jetzt noch ein weiteres Spiel. Wir spielen jetzt, Leute, als nächstes das Spiel Dad, I'm Scared. Dad, ich habe Angst. Wir hören schon im Hintergrund, irgend so ein Mädchen ist am Weinen, oder? Ja. Da ist ein Mädchen am Weinen und wir gehen rein. Okay, ja, das Ganze, Leute, ist natürlich hier jetzt in GTA 6 Grafik. Also man kann definitiv die Grafiksteigerung zum vorherigen Spiel absolut sehen. Also ich würde sagen, bestes Spiel 2025, ne, schon mal. Okay, oh mein Gott, warum ist das alles so dunkel? Hallo, Tochter, was ist denn los?
Was ist denn los? Hey, 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 hey. Hey, was ist denn los? Warum hast du denn Angst? Emily, Dad, ich hab Angst. Was ist denn los, Emily? Irgendetwas ist in diesem Haus. Ich bin sicher. Ich habe merkwürdige Geräusche gehört und ich glaube, irgendetwas bewegt sich durch den Korridor. Kannst du bitte durch das Haus suchen? Ja, okay. Oh mein... Oben rechts wird mir eine 0 von 4. 0 von 4. Oh nein, 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 nein. Leute, irgendwas ist hier in diesem Haus. Ich hoffe, du hast Unrecht. Wenn du Unrecht hast, gibt's 10 Jahre Hausarrest, meine Kleine, ja? Okay. Oh nein. Alter, wer wohnt denn hier? Das ist ja die gruseligste Wohnung, die ich gesehen habe. Okay, die Tür kann ich nicht aufmachen. Wow. Warum ist das so dunkel? Okay. Ist immer entspannt, Freunde. Das sind sehr entspannte Zeiten. Bro, ich sehe nichts, wenn die Taschenlampe aus ist. Und wo ist der Spiegel? Leute, wir haben echt einen Spiegelmangel in den Horrorspielen. Ich glaube, sie konnten es nicht machen, weil es einfach zu aufwendig ist. Ne? Sie haben einfach nicht Zeit gehabt. Okay, was ist das? Oh, ich habe die 1 von 4 freigeschaltet. Ah, okay. Macht Sinn, macht Sinn. Ja, die Klobürste. Ich meine, klar, das Kind hat Angst vor einer Klobürste. Man weiß ja nicht, was in der Ecke versteckt ist. Vielleicht müssen wir irgendwie die Ecken ausleuchten und dann schalten wir frei, was noch kommt. Dann gucken wir mal. Oh mein Gott, ist das creepy. So, wir machen das hier mal ausleuchten. Oh, es ist einfach nur eine Uhr. Und die läuft sogar. Hey, Props für das Spiel, dass sie eine laufende Uhr programmiert haben. Ist das sogar die Uhrzeit, die wir im Moment haben? Naja, ich habe gerade 21 Uhr. Das ist jetzt nicht 21 Uhr. Vielleicht ist das ein Timer, Leute. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Das wäre jetzt nicht so optimal, wenn ich jetzt gejumpscared werde von irgendeiner Kreatur oder so etwas. Aber ja, ganz entspannt, Leute. Schöne Bücher. Immer in die Bücher reingehen. Und, oh ja, das ist immer das Gruseligste. Warum ist hier so ein Fernseher, der einfach... Ich meine, ja, ich habe keinen Fernseher mehr, der so etwas macht. Weil dieses Analog-TV ist ja abgeschaltet worden. Aber ich habe da mal minutenlang drauf geguckt und ich habe da irgendwelche Sachen gesehen. War das bei euch auch so? Habt ihr auch früher mal in so einen Fernseher reingeguckt? Naja, wir gucken weiter, wir gucken weiter. Oh, hier ist noch so eine schwarze Stelle. Also wir müssen danach nur noch eine weitere Stelle finden. Aber was ist mit der Kreatur? Die muss sich hier irgendwo befinden. Okay, ein bisschen Farbe. Oder Honig. Ich glaube, Honigmarmelade und das... Blau ist, was ist blau? Was ist in der blauen Dose? Ich weiß nicht, Zahnpasta. Vielleicht Zahnpasta in der Küche, wahrscheinlich, ja. Okay, hier ist noch ein Zimmer. Oh, und da ist, Leute, das letzte Loch. Also, das letzte schwarze Loch. Okay, was ist da drinne? Ja, es ist... Es ist einfach ein... Tochter! Tochter, was ist denn jetzt schon wieder... Was ist gerade passiert? Von 4 von 6... Jetzt ist daraus eine 5 geworden. Was bedeutet das? Oh Mann, es ist noch dunkler geworden. Kann mir das denken? Oh nein, Leute. Ich habe doch gerade schon... Nee, ich habe da keinen Bock auf. Irgendwie, naja, ist dieses Zimmer gerade aufgemacht worden? Ah nee, das war gerade schon offen. Okay. Oh Mann, warum kann man sich nur so langsam bewegen? Was ist das für ein Geräusch? Hey, hört sich irgendwie nach einem Käfer an oder sowas. Oder jemand snackt dort gerade ein paar Chips mit meiner Tochter. Vielleicht sind es aber auch, weiß ich nicht. Vielleicht spielen sie gerade mit Stiften und so. Und wer weiß, vielleicht ist es ja ganz nett. Naja, okay. Dann gucken wir mal. Oh nein, nein, nein. Leute, da ist noch eins. Okay. Tochter. Tochter. Alles in Ordnung? Hallo. Tochter. Riesenspinne! Oh mein Gott! Das war laut. Immerhin kein Jumpscare, aber es war ein Jump. Ein Jump-Sound. Thanks for playing. Oh mein Gott. Okay, Leute. Let's go. Das Spiel ist einfach so abgecrashed. Das Spiel ist einfach abgebrochen. Okay, Freunde. Ich würde an der Stelle sagen, genug der kleinen Spielchen von heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne natürlich einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat und ihr mehr Videos am Montag haben wollt. Freunde, wir können auch Teardown spielen und so weiter. Also lasst mal gerne ein Montagsvideo auch mal like da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao.